Hey ho, meine Lieben. Heute ein klitzekleines Testlauf-Video von der Feuerplatte, von meiner neuen Feuerplatte. Weil, wäre ja blöd, wenn ich das Ding auf einmal verwende und ihr wisst gar nicht, wo kommt es her, etc. pp. Ja, was habe ich für eine Feuerplatte? Ja, eine bessere Beilagscheibe, eine große. Aber schauen wir hier runter und dann sage ich mehr dazu. Ja, das Ding hat 50 cm Durchmesser, ist 8 mm stark und ja, in der Mitte ca. ein 8 cm Loch. Und wo steht die drauf oder wo liegt die drauf? Auf dem Ecotum Raketenofen. Und deswegen eben auch Testlauf, weil ich weiß noch absolut nicht, ob das ja, überhaupt funktioniert. Wenn es funktioniert, können wir sie gleich ein bisschen einbrennen, vorbrennen. Und ja, schauen wir ganz einfach mal. Naja, ich stehe wieder unter der Terrasse. Haben wir das Ding heute genommen als Untersatz, dass wir ein bisschen tiefer sind. Ja, und Schatz, habe ich versprochen, ich mache nicht so große Flammen heute. Hoffen wir, dass es hinhaut. Gut, zwei Wachsanzünder und ein bisschen ölgetränktes Küchenkrepp unten drin. Feuern wir das Ding jetzt einfach mal an. Und lassen wir ihn erst einmal anbrennen. Na, so voll habe ich es definitiv dieses Mal nicht gemacht. Ja, kurze Zeit später brennt es schon lichterloh. Das, was so raucht, dürfte das Olivenöl sein, was ich von unten an die Platte hingeschmiert habe. Und von oben werde ich sie jetzt auch ein paar Mal einstreichen, einschmieren. Olivenöl? Sonnenblumenöl, meinte ich. Ja, einfach nur Sonnenblumenöl. Und ich will jetzt einfach mal gucken, wölbt sie sich so, wie ich das gern hätte, in der Mitte nach unten oder wölbt sie sich andersrum. Ja, das einfach mal ausprobieren. Und natürlich wird das Ding heiß genug, dass man da überhaupt was drauf machen kann. So, und jetzt mache ich eine Freihandführung. Momentan ist es nur die reine, pure Platte. Also keine Halter oder sonst irgendwas. Eventuell, wenn es funktioniert, kann ich ja noch außen Anschläge hinmachen. Ja, aber mehr dann auch nicht. Und hier sieht man, ja, dass es wirklich das Öl ist, was so qualmt und hier wegbrennt. So. Jetzt bin ich ja gespannt. Also wenn das funktioniert, Leute, dann habe ich meine erste kleine Feuerplatte. Und ich befürchte fast, dass die Dinger sich auch vermehren. Ja, so wie die Töpfe. Gedacht habe ich das eben, dass man von oben Holz nachlegt. Da habe ich mir einfach ein klein wenig gehackt. Dass man halt immer wieder von oben eine Scheitel nachlegt. Aber erst sollte das ein bisschen oft weg sein. Nehmen wir was Kleineres. Ja, und so mache ich das jetzt erstmal eine Weile. Und nachher hole ich euch wieder dazu. Tja, ganz ehrlich, ganz so wie ich das gern möchte, funzt das noch nicht. Die Seite geht noch. Innen wird es natürlich ein bisschen wärmer. Auf der Seite ist deutlich wärmer. Entweder lang genug vorheizen oder ich mache mal innen noch Wärmeleitbleche und feuer doch von unten an. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wie gesagt, das ist ein absoluter Testlauf. Ja, Freunde, also so wird es definitiv nichts. Es wird zwar ein bisschen warm, aber das war's dann auch schon. Und ja, es sollte ja heiß werden. Ich werde jetzt in der Mitte dann noch so,
ja, so in der Richtung Bleche reinschweißen, dass die mittig zugehen und die dann die Flammen und die Wärme schön auf die Platte transportieren. Und jetzt muss ich mir aber vorher noch überlegen, wie ich die Platte einmal gescheit aufheize, dass sich da eine Wölbung zeigt und ob die dann auch bleibt, weil die Platte sollte ja nach innen gewölbt sein, dass uns außen der Sabber nicht runterläuft. Wenn, dann innen rein. Ja, wie mache ich das jetzt? Eventuell unten in die Schale ein Feuer rein machen und dann da drauf legen. Das wäre die Möglichkeit. Leute, das mache ich jetzt noch vor der Cam oder beilaufender Cam. Da bin ich mal jetzt richtig knallhart. Weil auch jemand geschrien hat, wie macht man den Ofen sauber? Ganz einfach, man nimmt und kippt ihn einfach aus. Also der glüht innen auf alle Fälle mal richtig schön. So, dann stelle ich mal das Ding hier mal von der Terrasse runter. Und bauen wir hier vielleicht noch außen schnell ein paar Luftlöcher mit einem Akkuschrauber. Ja, und dann feuere ich darauf die Platte mal ordentlich an. Tja Leute, das ist eher ein kleiner Schwelbrand da unten drin. Ja, die Platte soll auf alle Fälle für den Raketenofen sein, weil transportabel, leicht zu mitnehmen. Aber wie gesagt, erst muss ich das Ding richtig gescheit einbrennen. Und da wird mir jetzt wohl nichts anderes übrig bleiben. Als den Yoshi hier zusammenzubauen. Ja, und darauf dann die Platte schnell mal einbrennen. Weil für den hier, ja, da kommt mit Sicherheit eine größere. Ja, Freunde, dann werde ich wohl oder übel, hurra, Gott sei Dank, wie man es jetzt sehen will, den Pyron zusammenbauen und die Platte erstmal darauf ordentlich einfeuern. Aber dazu hole ich euch dann wieder hinzu. Oder machen wir da gleich Feuerplatte einbrennen Teil 2. Genau, machen wir ein paar so Mini-Videos. Da habt ihr zwischendurch was zum Gucken, weil die sind dann schnell fertig gemacht und gleich hochgeladen. Leute, wir sehen uns ja im nächsten Teil Feuerplatte einbrennen. Ciao. Hey Leute, ich bin's nochmal. Doch noch nicht Feierabend. Gibt doch kein Teil 2. Ja, wenn ich die Feuerplatte dann weitergearbeitet habe vielleicht. Nachdem ich gerade gesehen habe, dass das ja nur 6 Schrauben sind mit dem Pyron, baue ich den gleitsam. Schauen wir mal da runter. Wie gesagt, 6 einfache Schrauben. Da werden bloß die Füße unten festgeschraubt. Also ganz einfache Sache. Wenn jetzt der Vorführeffekt kommt, nein, er kommt nicht. So. Imbusschlüssel ist auch dabei. Wunderbar, wunderbar, sage ich nur. Jawohl. Dann, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, irgendwas habe ich jetzt falsch zusammengebaut. Gehört doch unten neu, habe ich gedacht. Was habe ich jetzt falsch gemacht, Leute?
Zwischending damit festgeschraubt. Also die Ascheschale gehört auf alle Fälle unten rein. Die passt da gar nicht durch. Das heißt, wir müssen die Schrauben nochmal lösen. Tja, wenn man zu faul ist, eine Bedienungsanleitung zu lesen, dann schraubt man halt doppelt. Dann nehmen wir das Oberteil runter. Dann kann man hier die Feuerschale, die Ascheschale einlegen. Dann ziehen wir die Schrauben aber nicht so fest an. Weil die sollen dann lösbar bleiben. Ja, wie oft schmeiße ich noch runter? Jetzt ist die Pyron oder der Pyron einsatzbereit. Leute, das müssen wir jetzt austesten. So, oh, da drin hätte es mittlerweile auch wieder etwas gebrannt. Egal, zu spät. So. Ja, leck mir am Arsch. Ja, da kriegst du doch echt die Motten, was da gleich sofort und auf der Stelle Hitze rauskommt. Da brauche ich mit meinem Kleinholz gar nicht anfangen, sondern da hole ich gleich was Gescheites. Tada! Geil. Das nenne ich Feuerchen. Und ein klein bisschen getrickst. Ja, noch mit so einem versetzten Ring unten rein, schnell gelegt. Ja, und schon heizt die Platte, glaube ich, jetzt doch richtig auf. Ja, wie gesagt, das Ding ist für den Ecozoom gedacht und nicht für die Pyron-Feuertonne von Feuerhand. Tja, an dieser Stelle übrigens noch vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an das Team von Petromax und Feuerhand. Gut, ich werde das Ding jetzt noch ein bisschen brennen lassen, gucken, ob sich jetzt wirklich die Platte verformt. Ja, und dann später einfach ausgehen lassen. Eventuell, dass ich euch noch mal kurz hinzuhole nachher. Ja, die Platte wölbt sich also jetzt. Grob übertrieben. So, also nach oben. Einer hat mir einen Tipp gegeben, ich soll sie beim ersten Brennen mehrmals wenden, dann würde das nicht zu extrem werden. Ja Leute, das probieren wir jetzt ganz einfach mal aus, weil ich habe so ein Ding auch noch nie so richtig eingebrannt, beziehungsweise so befeuert, dass sie ihre Wölbung kriegt und auch behält. Das ist ja ganz wichtig. Drum lasse ich ihn jetzt noch 5 Minuten so drauf liegen. Ja, und dann drehe ich sie einfach mal um. Och, aber schön warm ist es, definitiv. So, vielleicht kurz zur Erklärung. Ich habe ja hier das große Loch drin in meinem Ring. Und da kommt, feuert es halt schön raus. Und jetzt habe ich einmal erst noch so rum die Platte
oder bin noch dabei, die komplett zu drehen, dass sie hier mal halbwegs bis außen ist und ja, durchgeheizt, durchgebrannt wird. Ja, und dann, wenn ich einmal rum bin, was nur noch ja, 2 Drehungen davon entfernt ist, dann drehe ich sie einfach mal komplett um. Ich werde dann auch die Platte, wenn sie mal komplett funktioniert, dann mit den angeschweißten Dingern etc. pp. Und eben dann funktioniert, dann werde ich sie auch noch mal leicht anschleifen, dass wirklich der ganze Dreck wieder unten ist und ja, dann richtig für den, wie sagt man, Speisenverzehrgebrauch. Naja, ihr wisst, was ich meine. Dann soweit vorbereiten. So, aber auch mit den Handschuhen wird das Ding verdammt warm. So. Oh. Ja klar, die Seite ist jetzt kohlrabenschwarz. So, und dasselbe mache ich jetzt auf der Seite mit diesen einmal rumdrehen und dann sehen wir schon, was dabei rauskommt. Tja, die Wölbung ist nach innen geblieben. Schauen wir mal, ob ich es mit der Cam einfangen kann. Ja doch, ich glaube, man sieht es. Dann weiß ich, von welcher Seite ich die Hitzeleitblechle neischweiß. Oh, und da werden wir schon beim nächsten Mal sehen, ob das mit dem Raketenofen funktioniert. Ja, für einen Pyron ist natürlich das Loch viel zu klein. Ja, da habe ich ja schon gesagt, da kommt noch eine größere Platte. Definitiv. Okay, Freunde. Nehmen wir mal die Platte komplett runter und genießen wir nochmal den Anblick vom Pyron. Das Ding ist einfach nur abartig geil. Ja, Funktionsweise, unten durch die Löcher zieht er Luft an, die wird erwärmt, strömt in der Zwischenwandung durch die Löcher hier oben drin. Kommt die Luft wieder raus, vermischt sich mit dem Abgasen, mit den Rauchgasen, die fangen dadurch auch noch mal richtig Feuer und deswegen haben wir so eine richtig geile, ja, fast rauchlose Verbrennung. Und Leute, ich sag's euch, das Ding macht warm. Gut. Dann hätte ich jetzt aber definitiv gesagt, das war's für dieses Video. Die Platte weiß ich jetzt, wie ich weiter behandeln muss. Ja, den Pyron lasse ich jetzt noch schön runterbrennen. Ausmachen ist da etwas schwer und Wasser werde ich da definitiv nicht reinkippen, weil der muss ja noch auskühlen, dass ich ihn sicher verräumen kann. Kostet Geld das Teil, aber es lohnt sich. Definitiv. Gut, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, kurze, ich hoffe, dass es kurz war, vielleicht ist es auch länger, keine Ahnung, sehe ich beim Bearbeiten. Ja, dass es euch gefallen hat, das kurze Video, auch wenn ich jetzt heute mal kein Fleisch draufgeschmissen habe, auf den Grill, in die Pfanne oder sonst wo. Ja, war einfach mal ein Bastelvideo. Leute, wir sehen uns. Ciao.